kann keine Liebeslieder schreiben. Ich hab eh keine Zeit, irgendwo länger zu verweilen. Ich hab Stress vor mir, über mir, an jeder Seite. Sollt mich besser konzentrieren und nur noch hart arbeiten. Doch du, du gehst mir nicht aus dem Kopf, du. Wir kennen uns noch nicht, doch du, du füllst da irgendein Loch, du. Ich grinse ja immer noch, du, tut mir das überhaupt gut, du. Mir fehlt ein bisschen der Mut, wie es immer kommt, wie es doch schon war, wie es sich lohnt, wie es nie geschah und wie ich doch dann wieder bin und wie ich hoffe, dass es gelingt, wie ich mich wieder neu erfinde. Ich jetzt doch Liebeslieder singe und wie jedes Wort darin dann stimmt, wie es vorher nie so richtig ging und diese Angst so viel zu fühlen und diese Hass auf alte Lügen, wie schissig ich doch bin zu lieben und ich brenne zu genügen. Oh, 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 yeah. Welt, in der man oft hochfliegt und dann wieder fällt. Und da will ich echt rein, ja, weil's mir jetzt schon gefällt. Dieses Kribbeln im Bauch, ein Gedanke, der mich oben hält. Denn du, du hast doch was an dir dran, du. Dich hab ich so nicht geplant, du. Raus mit dem Verstand, du. Und ich hab nichts geahnt. Will ich das eigentlich, du? Behalte ich mein Gesicht. Ich jetzt doch Liebeslieder sing, wie jedes Wort darin dann stimmt, wie es vorher nie so richtig ging. Und diese Angst zu viel zu fühlen und dieser Hass auf alte Lügen, wie schissig ich bin, dich zu lieben und doch brenne zu genügen, wie ich brenne zu genügen. Applaus halten, weil es wird jetzt irgendwas umgebaut und umgesteckt und währenddessen habe ich also die Freude, die nächste Labelkollegin anzukündigen, die außerdem eine gute Freundin ist, Cynthia Nikschas aus Bonn. Konstantin hat es schon angesprochen, also die vielfachen Klage- und Abschiedsgesänge auf das Genre der Liedermacherei, also können wir bleiben lassen. Ja, also es gibt eine ganz breite Szene, viele hervorragende junge Liedermacherinnen und Liedermacher und eben auch viele Liedermacherinnen. Eine davon ist die Cynthia Nikschas. Ich habe sie kennengelernt auf einem Festival. Wir haben uns gleich fantastisch verstanden, aber mir war dann auch klar,
jetzt kommt richtig Qualität daher. Einen fetten Applaus bitte für Cynthia Nikschas aus Bonn. Da bin ich wieder bei meinem Standardproblem. Warum muss ich eigentlich immer nach dem Prinzen spielen?